Traurige Neuigkeiten von Model Fiona Erdmann. Nach Fehlgeburt nun auch noch eine Notoperation. Mit einem emotionalen Video auf Instagram meldet sich die Influencerin aus dem Krankenbett. Ich bin gestern Abend hier ins Krankenhaus gekommen, weil ich einfach zu viel Blut verloren habe und hatte gehofft, dass sich das irgendwie legt. Aber um 5.30 Uhr haben die Ärzte dann entschieden, dass es einfach zu viel ist. Ich habe ein paar Mal so richtige Blackouts gehabt und dann haben die gesagt, also es geht jetzt nicht mehr. Und dann wurde ich heute Morgen irgendwann um 5 Uhr, keine Ahnung was, operiert. Habe jetzt alles soweit gut überstanden. Erst vergangene Woche teilt die zweifache Mutter die Nachricht von ihrer Schwangerschaft auf Social Media. Doch bei einem Ultraschalltermin am nächsten Tag findet das Paar heraus, dass das Herz ihres Babys nicht mehr schlägt. Zum zweiten Mal verliert das Paar ein Baby. Am Samstag wird die 35-Jährige überraschend mit starken Blutungen und Wehen ins Krankenhaus eingeliefert. Nach überstandener Notoperation zeigt sich Fiona positiv. Ich habe mir das alles einfach bisschen anders vorgestellt gehabt, aber so ist es manchmal. Es kommt immer alles anders, als man denkt. Solche Sachen kann man nicht planen. Und ich bin einfach nur froh, dass es mir jetzt so gut geht, dass ich alles so überstanden habe und dass ich da jetzt auch so einen Strich runtersetzen kann. Trotz der traurigen Situation reist sie nun nach Deutschland, um gute Freunde zu treffen, die ihr in der schwierigen Phase beistehen werden.